Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir sind hier gerade auf dem Weg Richtung Anvil. Wir werden hier immer wieder von irgendwelchen Gegnern hier angegriffen. Wer ist das? Auch noch wieder ein Bandit? Okay. Aua, mein armes Pferd! So greifen die immer wieder mein Pferd an. Ich kann doch nichts dafür. Ja, aber wir haben jetzt nur noch einen übrig, eine Magiergilde, wo wir mit den Leuten hier quatschen sollen und eine kleine Quest für die erledigen. Es wird aber auch ganz schön dunkel gerade. Oh, mein armes Pferd. So, die Goldküste haben wir wenigstens schon erreicht. Okay, sein Pferd ist schon mal tot. Ich hoffe, er übersteht das. So, okay, Anvil haben wir schon erreicht. Da unten ist es ja schon. Mal gucken, was die Magier hier für eine Aufgabe haben, damit wir nach Korol zurück können. Und wir ja jede Empfehlung dann schon haben. Für die geheime Universität in der Kaiserstadt. Ich bin aber auch neugierig, was hier, Was ist? Tut mir leid, keine Zeit zum Reden. Ich muss diese Exemplare des Rappenkuriers ausliefern. Hier, nehmt eine der aktuellsten Ausgaben. Umsonst wie immer. N unter Gistser. Federweber plant neue Schicksalssteinzüge. Ach so. Haben wir schon. Schicksalssteine-Zyklus haben wir ja schon alle. Hi Mike. Tschüss Mike. Kommt der Ogre jetzt? Trauen wir den noch zu Klump? Mist. Okay, Anvil. Und die letzten Magier hier. Eine Reihe schäbiger, verlassener Gebäude. So, hier. Die Magiergilde ist eine... Ich darf nie etwas zu Ende lesen. Hallo Schüler, wenn ihr eine Empfehlung von mir wollt, müsst ihr einfach beweisen, dass ihr leistungsfähig seid und dabei bereit, etwas zu lernen. Okay, ich hätte gerne eine Empfehlung. Im Gegensatz zu den zeitverschwendenden Aufgaben, die man euch in anderen Gildenhallen vielleicht gibt, ist dies eine ernste Sache mit Konsequenzen. Seid ihr bereit? Ja. Dann erlaubt mir, euch die Aufgabe zu erklären. Der Magierrat hat mich mit der Lösung eines Problems an der Goldstraße betraut. Mehrere reisende Kaufleute wurden in letzter Zeit entlang der Goldstraße tot aufgefunden. Und noch mehr sind vermisst. Der Rat fordert, dass dem ein Ende bereitet wird.
Ihr werdet mir dabei helfen. Und warum ich? Da ihr neu in der Gilde seid, werdet ihr nicht so leicht erkannt wie ein Mitglied. Das bedeutet für euch einen Vorteil bei euren Nachforschungen. Ist das nicht gefährlich? Ja, das ist gut möglich. Ich sehe keinen Grund, euch vor Situationen zu beschützen, mit denen die Gilde täglich zu tun hat. Das ist eine wichtige Aufgabe, eine Aufgabe von Bedeutung. Gildenneulinge, die für praktische Gildenarbeit nicht taugen, taugen eigentlich für gar nichts. Das ist eine einmalige Gelegenheit für euch, euch zu beweisen. Okay, weiter. Wir glauben, die Morde sind das Werk eines abtrünnigen Magiers. Kampfmagier wurden zur Herberge zum Brina-Kreuz geschickt, da nur ein Aufenthalt dort allen Opfern gemeinsam war. Ihr müsst nach Norden zur Herberge zum Brina-Kreuz reisen und mit Arielle Jurard reden. Sie wird euch weitere Anweisungen geben. Diebischer Magier? Manche Magier halten sich nicht an die Prinzipien der Gilde und praktizieren jenseits ihrer Grenzen. Viele geben nicht viel auf das Leben anderer. Die Frostbeulen, die an den Opfern in diesem Fall gefunden wurden, weisen darauf hin, dass ein Magier für ihren Tod verantwortlich war. Vermutlich nicht mehr als simpler Raub. Diese Schriftrollen sollten euch genügend Schutz vor Frostmagie geben, wenn ihr diesem abtrünnigen Magier wirklich begegnen solltet. Verwendet sie mit Bedacht. Herberge zum Brina-Kreuz? Die Taverne liegt nördlich von Anvil. Sprecht bei eurer Ankunft mit Arielle Jurard. Sie wird euch weitere Anweisungen geben. Aber seid auf der Hut. Wir wissen nicht, ob das Personal der Taverne nicht in die Sache verwickelt ist. Auf Wiedersehen. Okay. Anvil-Empfehlung. Okay, dann auf zur Taverne. Wo genau? Im Norden? Die Porphyrische haben... Was? Ah, okay, die Taverne. Die ist ja zum Glück nicht allzu weit. Können wir auch zu Fuß hingehen, beziehungsweise ich würde jetzt noch mal kurz meine Sachen reparieren. Ah, ich freue mich schon, sobald wir alles hier auf der Drisch haben. Ich frage mich aber, wie viele Folgen werden wir wirklich hier mit Oblivion verbringen? Denn Elder Scrolls hatten wir jetzt jeden Teil bis jetzt über 100 Folgen. Arena 100, um die 110, glaube ich. Daggerfall 120. Morrowind sogar schon fast 200. Außer Redguard, da waren wir bei 20 oder 30 Folgen, 40 vielleicht. Battlespire war ja bei mir eher das Problem so, das konnte ich irgendwie nicht spielen. Also es hatte einfach nicht funktioniert beim Spielen. So ist immer wieder irgendwie abgeschmiert, so nach 10 Minuten oder so abgeschmiert, dann irgendwie... Hat es gar nicht mehr gestartet und so. Ich habe es noch einmal versucht gehabt, sogar kürzlich, ob das nochmal geht, aber anscheinend will das Spiel bei mir einfach nicht funktionieren. Seid gegrüßt. Woher kommt unsere Hallo. Nahrung? Ariel. Seid gegrüßt, Fremde. Was kann ich für euch tun? Karahel hat euch geschickt, nicht wahr? Ja. Geht und sprecht mit Christoph. Nehmt ein Zimmer für die Nacht. Ich treffe euch dann auf eurem Zimmer. Wenn euch jemand fragt, seid ihr ein reisender Kaufmann, nichts weiter. Sagt niemandem etwas anderes. Nein, ich fürchte, ich kenne den Weg nach Chardinal nicht, aber ich wünsche euch eine gute Reise. Entschuldigt mich nun.
Christoph? Willkommen in der Herberge zum Brennachkreuz. Möchtet ihr vielleicht etwas essen oder vielleicht ein Bett für die Nacht? Ich hätte gern ein Bett. Lasst mich raten, ihr seid geschäftlich unterwegs? Ihr seht nicht so aus, als vertretet ihr euch nur die Füße. Ich bin Kaufmann. Ah ja, dachte ich mir. Hier reisen viele davon durch. Na gut, sie reisten. In letzter Zeit nicht mehr so viele seit, naja, ihr wisst schon, die Morde. Ich spreche nicht viel darüber. Das ist schlecht fürs Geschäft. Wie auch immer, wollt ihr ein Bett für die Nacht? Ja, ich nehme es. Na gut, die Betten sind oben, auf der Rückseite der Herberge. Schlaft gut. Lebt wohl. 10 Gold hat mir das gekostet, na super. Entschuldigt, aber sagtet ihr gerade, ihr wärt ein fahrender Händler? Ja, das ist richtig. Macht ihr euch keine Sorgen nach all den jüngsten Morden und alledem? Ich hätte solche Angst, wenn ich das wäre. Ich habe die Herberge seit Tagen nicht verlassen, nur um sicher zu gehen. Na gut, passt auf euch auf. Ich will nicht wieder von einem sinnlosen Tod hören. Viel Glück! Wie lautet eure Geschichte? Das ist nicht mein Zimmer. Das ist auch nicht mein Zimmer. Hier hinten wahrscheinlich. Hier. Ich warte mal eine Stunde. Hallo. Ariel? Also gut, es sollte sicher sein, hier zu reden. Wenn ihr hier geschlafen habt, müsst ihr auf der Goldstraße weiterreisen, ostwärts nach Quatsch. Ich werde euch mit einem weiteren Kampfmagier folgen. Versucht nicht, mit uns zu sprechen. Vertraut uns, wir werden euch schützen. Sollte dieser feige Magier euch gegenübertreten, zögert nicht, euch mit allen Mitteln zu wehren. Wenn der Magier sich zu erkennen gegeben hat, werden wir zu euch stoßen und die Sache schnell regeln. Schlaft nun ein wenig, ihr müsst gut ausgeruht sein. Okay, das ist 8 Uhr morgens. Ich habe die Nacht in der Herberge zum Brennachkreuz verbracht. Ich muss der Goldenen Straße nach Quatsch folgen und mich vor jedem auf der Straße in Acht nehmen. Verehrer, wir haben zu tun. Ihr habt die Hände eines Heilers. Ariel? Roliant? Okay, die Straße hier jetzt folgen. So, er hat wenigstens Dings hier. Ich fürchte, eure Reise endet hier, Reisender. Ich nehme alles, was ihr bei euch tragt. Wenn ihr tot seid, natürlich erst. Ich hoffe, das ist mehr, als die letzten paar Kerle hatten. Die waren eine echte Enttäuschung. Ich muss in Anvil mit Karahil sprechen und sie darüber informieren, dass Kaminal da besiegt worden ist. So, blaue Samtkleidung, das nehmen wir mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Tut euer Schlimmstes. Ich seh kaum was. Hey! Mehr könnte ich nicht. Roliant? Warum hast du Roliant jetzt getötet? War. Kaminalda? Ariel? Roliant ist tot.
Ihr habt gute Arbeit geleistet. Die Goldstraße sollte jetzt ein bisschen sicherer sein. Ihr solltet nach Anvil zurückkehren und Karahir sagen, dass die Arbeit getan ist. Wir bleiben hier und sorgen für Ordnung. Roliant ist tot. Lebt wohl. Von dem Legionär hier getötet. Ich hatte kurz gedacht, Ariel wäre jetzt, gehörte auch zu denen. Ja, gut. So, Wiederherstellung verbessert. Nice. Wie viel fehlt uns noch bis zur nächsten Stufe? Wir sind knapp bei der Hälfte bis zur nächsten. So, warte mal. Ich will noch mal kurz gucken. Blocken. Wir müssen Blocken auf jeden Fall besser machen. Verbessern. Mehr auf Blocken gehen. Hallo. Hallo. Gerade hielt der ehrenhafte Anführer der Magie. So. Was machst du da? Sieht so aus, als ob die Gilde in Skin gerade nicht einmal ihre eigenen Mitglieder im Auge behalten kann. Wie entsetzlich. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Habt ihr etwas Sparky aus den anderen Provinzen gehört? Man sagt, Syndikate von Zauberern hätten einen Boykott von kaiserlichen Waren ins Land der Altma angeführt. Karahir? Also, was ist mit dem abtrünnigen Magier? Ist er gefunden worden? Eine sie, sagt ihr? Und sie ist tot? Naja, Ariel und Roliant haben getan, was getan werden musste. Keine unschuldigen Toten mehr. Zumindest jetzt nicht. Ihr habt euch wacker geschlagen. Ich werde meine Empfehlung an Raminus senden. Wenn ich auch sagen muss, ich bezweifle, dass euch das am Ende viel nutzen wird. Es würde euch überraschen, wie schnell sie die kleinen Leute vergessen. Aber... Ihr habt Empfehlungen von allen Gildenhallen, nicht wahr? Dann könnt ihr jetzt an die geheime Universität gehen. Ich muss sagen, ihr werdet der Gilde zur Ehre gereichen. Erzmagier Traven wird hochzufrieden sein, euch dort zu haben. Steht ihr dann Magiergilde bei? Abgeschlossen. Ich habe Empfehlung von allen örtlichen Gildehalden in Cyrodiil erhalten. Jetzt muss ich bei der Geheimen Universität vorstellig werden und mit Raminus Polus reden. Okay. Also ich kann da jetzt einfach rüber. Oder wie jetzt? So, einen Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Sorry für den kleinen Cut. Aber irgendwie meine Nase war gerade dicht zu. Und ich musste das irgendwie ein bisschen frei machen, so kurz die Nase putzen. Und ja, aber jetzt machen wir uns mal auf den Weg Richtung geheime Universität. Zu Raminus. Jetzt bin ich neugierig, was der jetzt für uns hat.
So, Rattenkurier. Schon wieder gegen Deldram kämpfen. Der tut mir leid, der muss hier ständig gegen irgendwas kämpfen. Ist hier... Hier ist auch ein Oblivion-Tor in der Nähe. Aber auch nur einer, oder? Ne, zwei. Okay, hier sind zwei Tore gleich. Vielleicht auch mehr. Vielleicht ist auch hier irgendwie... Jetzt kommt im Wasser auch noch was. Ah, dieser Fluss ist auch die Grenze. Genauso wie hier. Man müsste hier irgendwo... Riad sein. Boah, ich finde es schade, dass man in Elder Scrolls Online bis jetzt noch nicht Riad besuchen kann. Ich würde wirklich gerne mal Riad sehen. Vor allem auch, Riad konnte man in Daggerfall selbst nicht einmal sehen. Da ist ja noch ein Oblivion-Tor. Spinnendädra. So, das Tor nach Oblivion haben wir aufgedeckt. Oh Gott, wie schnell sind die denn bitte? Ich weiß jetzt nicht, ob ich in der Lage bin, die überhaupt zu bekämpfen. Spinnendädra. Gegen den Troll hätte ich jetzt nichts gegen. Die Spinnen der drei, ich weiß jetzt nicht, wie stark sie sind. So, Wolf habe ich auch kein Problem mit. Was war das denn jetzt gerade? Hallo? Dass ihr hier aufgetaucht seid, war der letzte Fehler eures Lebens. Ich reite hier einfach erstmal durch. Nehmen alle Ortsmarkierungen mit, die wir hier finden können. Ey! Was ist das? Festung Isirius? Altar?
Wer bist du denn? Lass mein Pferd in Ruhe. Ich glaube, da kommt noch einer, oder? Wo ist mein Pferd? Mein Pferd! Töten die einfach mein Pferd. Schweine. Auslastung des dedizierten GPU-Speicher. Was? Was war das denn jetzt? Warum war die Benachrichtigung hier? Die Benachrichtigung mitten auf dem Bildschirm. So, Minotaurus. Normaler Minotaurus. Dass ich jetzt alles hier zu Fuß machen darf. Alter. Okay, der Bandit ist auch rausgegangen. So, es ging gerade. Ich hoffe, die lassen mich jetzt aber erstmal hier in Ruhe. Hier sind aber auch echt... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Will ich wissen, ob hier drunter auch noch welche sind? Dum, dum, dum. Ich frage mich schon, ob da hinten noch welche gibt's. Okay, da über dem Fluss ist eh schon Walenwald. Also eigentlich schon außerhalb der Map.
Dum, 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 dum. Wollte schon sagen, stecke jetzt hier fest. Autsch. Oh nein. So, Blocken verbessert. Alter, die Bären gehen mir auf den Sack. Magie reicht wieder nicht aus, natürlich. Na, ich hätte aber auch schon wieder Bock, demnächst mal wieder so ein Dings hier, so ein Daedra-Portal, mal zu betreten. Und noch mal irgendwie so einen Siegelstein zu organisieren. Ach nee, wieder ein Bär. Okay. Der ist 1000 wert. So, wir müssen einmal kurz hier drauf wechseln. Meine Willenskraft hat Schaden erlitten. Ja, beschwör du immer deinen scheiß Bären. Warum müssen die immer Bären beschwören? Können die nicht einfach mal einen Wolf oder einen Eber beschweren? Okay, ein Drö. Können wir damit. Autsch. Ah, nein. So. Mist. Der verzauberte Gegenstand hat nicht genug aufgeladen. So, der ist weg. Alter, ich bin gleich tot. Alter. Und du da hinten? Was chillst du da? Anstatt mir zu helfen. Chillt der da einfach?
warte mal. Ich muss die Sachen wieder reparieren, ne? So, jetzt erstmal aber vielleicht einmal kurz speichern. Das wird teuer. Lebensenergie festigen 20 Punkte für 300 Sekunden selbst. Nochmal kurz speichern. Wessen Schrein ist das? Klavikus Wiele. Okay, den können wir noch nicht machen. Da fehlt ja noch irgendwie was. Wir sind ihm noch nicht mächtig genug. So, da vorne ist die Kaiserstadt. Was? Warum immer die? Anakase cool. Ich finde die Namen der Eladen-Ruinen sind auch irgendwie immer interessant. Vor allem von den Eladen, man kann die noch zumindest aussprechen. Anstatt von den Dwemern. Von den Dwemern die Ruinen, die sind oft unaussprechlich. So. Athletik und Akrobatik haben verbessert. So, Wiederherstellung müssen wir noch ein bisschen machen. Blocken haben wir gerade aufgebessert, okay. Schwertkampf haben wir auch aufgebessert. Wie viel fehlt uns noch genau bei Schwertkampf? Ich gehe mal davon aus, dass wir noch drei Sachen dreimal aufsteigen dürfen. In irgendeiner Fertigkeit. Bis zur nächsten Stufe. So, Warnet-Herberge erreicht. So, und das seit langem wieder hier gehen wir rein. Lass mir raten, irgendeine Schlammkrabbe von da unten hat uns im Visier und will uns angreifen.
Kaiserstadt Talosplatz beziehe. Ich höre euch zu, Bürger. So, der Essenrat hat eine lange Geschichte. So. Wo müssen wir genau hin? Da lang, glaube ich. Die Tür. Um zur geheimen Universität zu gelangen. Hallo. Kaiserstadt Baumgarten. Was habt ihr zu berichten? Ich habe vor allem... Da unten ist ja auch noch eine Höhle. Kaiserstadt Geheime Universität. Warum ist die eigentlich... Warum heißt es Geheime Universität, wenn jeder davon Bescheid weiß? Es ist... Ihr seid es. Der Held von Quatsch. Das ist wirklich eine Ehre, um sie zu erhalten. Ja, das Oblivion-Tor in Quatsch wurde geschlossen. Versteht ihr denn nicht, was das bedeutet? Wir können diese Missgeburten besiegen. Weiter. Habt ihr euch bei Steinmauer nach einem Schild umgesehen? Wenn ihr Schilde sucht, geht ihr am besten zu Steinmauer. Habt ihr etwas aus den anderen Provinzen gehört? Man sagt, Syndikate von Zauberern hätten einen Boykott von kaiserlichen Waren ins Land der Altmer angeführt. Es hat den Anschein, die Insel Somerset ist mittlerweile viel gefährlicher geworden. Auf Wiedersehen. Was ist los? Raminus. Hallo, Schüler. Ihr scheint endlich alle erforderlichen Empfehlungen zu haben. Ja, ich habe sie. Ich habe Empfehlungen von allen örtlichen Gildenhallen in Cyrodiil erhalten. Ihr habt euch gut gemacht. Ihr dürft jetzt an die Universität gehen. Als vollwertiges Mitglied der Magiergilde erhebe ich euch jetzt in den Rang eines Lehrlings und verleihe euch das entsprechende Gewand. Probiert es einmal an, dann unterhalten wir uns darüber, was jetzt für euch ansteht. Ich trage gerne Rüstung. Lehrlingsgewand hinzugefügt. Ich würde trotzdem lieber gerne Rüstung tragen. Endlich kommen wir zur richtigen Arbeit. Ihr habt zweifellos einige der Schattenseiten der Gilde gesehen. Auch wenn wir höchste Anforderungen an unsere Magier stellen, sind sie doch nur menschlich. Jetzt werdet ihr hoffentlich erleben, dass die Gilde zwar uneins und ausgenutzt sein kann, aber auch zu wundervollen Taten in der Lage ist. Jetzt habt ihr eine Gelegenheit, bedeutendere Aufgaben zu erfüllen und in der Gilde voranzukommen. Okay, habt ihr Aufgaben für mich? Bevor ihr mit der Arbeit für die Gilde beginnen könnt, braucht ihr noch etwas. Jeder Magier hat einen Stab. Er wird von der Gilde hergestellt und verzaubert und ist ein Statussymbol. Ihr benötigt einen solchen Stab. Okay, was ist mein Fortschritt? Ihr seid noch nicht für eine höhere Würde in der Gilde bereit. Okay, woher bekomme ich meinen Zauberstab? Das Holz, das für die Stäbe verwendet wird, kommt aus einem Wäldchen nordöstlich der Kaiserstadt, nahe der Quellhöhle. Mehrere Magier hegen diesen Hain und sollten euch helfen können. Sprecht entweder mit Sarasha oder mit Eletta, wenn ihr dorthin kommt, und wählt weise. Ihr sollt bald einen echten Magierstab erhalten. Okay, ich würde aber trotzdem gerne lieber das und das hier anhaben. Fühle ich mich irgendwie wohler drin. So, und wir haben hier jetzt Magiergilde Lehrling. Okay. Kämpfergilde sind wir schon Meister. Neuen Göttlicher sind wir Leimann.
Ritter der neuen Divine Crusader. Arena sind wir Grand Champion. Ritter des weißen Hengstes, fahrender Ritter. So, und hiernach fehlen dann nur noch die Diebesgilde und die Assassinengilde. Ach, bist ja auch endlich da, hä? Sprecht. So. Worum geht es hier? Also, wo genau muss ich hin? Quellhöhle. Ah, okay. Einmal drum. Wir machen es anders. Hallo. Hallo. Was ist los? So, ein Experte des Kaufhandels kann sein Gold. Okay. So, die Höhle ist. Hey. Hey. Ja. So, wir müssen in die Richtung. Hey. Schade, dass das Schwert nicht mehr genug geladen ist. So, aber wir schwimmen da jetzt mal rüber. Ich höre Stimmen. Ach komm, ich will hier hoch. Ich glaube, hier darf ich nicht hoch. Ich glaube, das ist dafür gedacht, dass man hier nicht hochkommt. Oh, warte mal. Das ist eine Zwischeninsel. Gibt es hier überhaupt eine Möglichkeit hochzukommen auf der Insel? Ich glaube nicht. Ich glaube, auf die Insel darf man nicht hoch. Echt jetzt, dass wir mit der ganzen Ausrüstung eigentlich nicht untergehen. So, ich habe die Quellhöhle erreicht. Ich sollte mit Aleppe oder Zarascha sprechen.
Wenn ihr es auf Ärger anlegt, könnt ihr gerne Ärger haben. Zarascha? Hey, hey. Ein Totenbeschwörer? Gewand des Totenbeschwörers? Ich habe Zarascha gefunden. Sie ist tot. Ich sollte untersuchen, was ihr widerfahren ist. Ich glaube, Alette ist dann auch vermutlich tot. Hallo? Wer ist da? Warum? Stab der Bannung? Wie viele Totenbeschwörer sind hier denn? Glasstreitkolben? Eure Anwesenheit hier wird nicht geduldet. Eure Anwesenheit wird hier nicht geduldet. Was sucht ihr hier? Ja, man ist Hagelsturm zur Zauberspruchliste hinzugefügt. So, hier lag doch noch irgendwo einer. So, Häuser zu Hafenviertel. Wie kamen die Totenbeschwörer hier überhaupt hin? Und wo ist Alette? Gibt es noch irgendwie was? Ich habe Zarascha gefunden. Sie ist tot. Ich sollte untersuchen, was ihr widerfahren ist. Grundlagen der Alchemie. Ein nicht ganz so derbes Lied von einer ungenannten Verfasser.
So, ich benutze das hier mal. Hallo? So. Kann ich vielleicht ein bisschen mehr was sehen? Höhlschlüssel. Vielleicht doch den einen Dings dann nehmen, den Hafenviertelschlüssel der Tür. Wir öffnen mit Quellhöhle-Schlüssel. Was haben wir denn hier? Noch ein Spielzeug? Ihr werdet für mich tanzen, oh ja. Yeah. Ich werde eure Leiche tanzen und sich dann selbst zerreißen lassen. Ha! Ich wärme mich gerade. Alter, wie viel tot? Alter! Das sind ein bisschen viele. Die Totenbeschwörer, die mir aufgelauert haben, wurden geschlagen. Ich muss Holz für einen Stab besorgen und dann zurück zu Raminus Polus. Soll erfahren, was geschehen ist. Ich nehme die mal vielleicht mit. Könnte ich vielleicht doch noch gebrauchen. Nur wenig Otran. Eletta. Ich habe Eletta gefunden. Sie ist tot. Ich sollte herausfinden, was ihr widerfahren ist. Unveränderter Stab. Ich glaube, den brauche ich. Oder? Braucht von Eletta was. Machen wir mal so. Guten Morgen. Magier Schola. Sieh sich einer dieser Muskeln an. Ah, ihr müsst die neueste Errungenschaft sprechen. Hier schließlich über Totenbeschwörung. Welch eine widerwärtige Disziplin. Das ganze Blut und verwesende. Raminus? Wie schön euch zu... Was? Totenbeschwörer in der Höhle? Ja. Totenbeschwörer. Eletta und Zarascha sind tot? Das ist unglaublich. Noch nie sind sie so dreist gewesen. Sonst haben sie sich stets fernab von der Gilde in den Schatten versteckt. Warum jetzt nicht mehr? Ich muss mit dem Rat darüber sprechen. Hab Dank für diese Informationen. Kümmert euch nun um euren Stab und versorgt eure Wunden. Delmar vom Chironasium kann euch mit dem Stab helfen. Sucht ihn gleich auf. Okay, wegen Zauberstab? Jetzt,
Da ihr das Holz habt, redet mit Delmar im Keronasium. Keronasium. Ihr sollt bald einen echten Magierstab erhalten. Okay, ich würde aber sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.